Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aladdin Nasiras Rache. La, 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 la. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben einen Genie zu retten. Keine Zeit, um hier melodisch hier in Erinnerung zu schwelgen. Nein, jetzt habe ich vergessen zu speichern. Halt. Abbrechen. Möchtest du speichern? Ja, ich möchte speichern. Hier den Spielstand von was? Ja, weil ich zu blöd war, hier den Namen einzugeben. Gut gemacht, Wishes. Gut gemacht, Wishes. Du kannst es einfach. Wer kann, der kann. Die Rückkehr zum Palast. Oh, wir müssen wieder zum Palast. Oh, geil. Geil. Nein, ich habe jetzt schon was verpasst. Ich hasse das. Ich will nochmal von vorne. Das ist gemein. Spiel aus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, Leute, das war's mit Aladdin Nasiras Rache. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Nein, Quatsch. Ich will alles sammeln. Das ist gemein. Das war richtig gemein. Nee, nix neues Spiel. Spiel laden. Will Spiel laden? Und ich mache hier auch gleich ein Save. Das ist ja voll fies. Oh. Das ist aber schön gemacht, muss man sagen. Können wir uns hier spoilern? Ja, ihr merkt, da kommt noch einiges an Level auf uns zu. Also contentmäßig. Guckt euch das an, was da noch auf uns zukommt, Freunde. Ja. Also ich habe mir schon gedacht, das wird kein kurzes Spiel, aber ist auch gut so. Ist auch gut so. So, dann gehen wir nochmal wieder zurück den ganzen Weg hier mit unserem goldenen Skarabäus. Die Rückkehr zum Palast. Am besten speichere ich jetzt nochmal im Ladescreen. Nein! Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Nein. Direkt nach unten. Ach du Sch... Das wird jetzt tricky. Ach du Sch... Mit der Steuerung. Ach du Sch... Ach du Sch... Das muss ich jetzt alles rauspiepen, um das Let's Play kindergerecht zu halten. Ach du Mist. Gott, ist die Steuerung besoffen. Nein, jetzt habe ich mich ver... Ja, doch drauf. Die kriegen wir sowieso nicht alle. Ach du Sch... Was? Ist das unfair? Ist das unfair? Warum gehen die scheiß Tür nicht auf? Muss wahrscheinlich... Die Kontrollpunkte hier aktivieren, kann das sein? Ach du Sch... Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn da gleichzeitig die Münzen bekommen und dann die... Das haben wir Bullshit gebaut. Ja, Leute, ich glaube, das kann ein bisschen Zeit in Anspruch hier nehmen. Ach. Ich verstehe noch nicht so ganz die Logik, was das Spiel von mir will. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Muss ich hier irgendwas aktivieren? Oder eine Taste vielleicht drücken? Ah, das erklärt einiges. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das gemein? Ist das gemein? Ist das gemein? Aua. Aua. Einfach mal so durchgeflogen. Teppich, komm mal runter, Alter. Was für Steroide haben sie dir denn gegeben? Ich verliere jedes Mal ein Leben. Wie fies ist das denn? Die ganzen Leben, die wir gut gemacht haben, Freunde, die gehen jetzt alle baden. War eine kurze Stelle. Hart verkackt. 150 Münzen bei euch, hackt's doch. Oh, 7 Stück. Das ist gemein. Ach, jetzt habe ich wieder Safe mit Laden verwechselt. Jetzt haben wir keine Leben mehr. So eine Scheiße. Oh, ist das mies, ne? Nein. Ja. Ne? Habt ihr bis jetzt ganz, ganz viel Leben gesammelt? Gut so. Denn jetzt kommt eine Stelle, wo ihr alle verlieren werdet. Ist das fies. Jetzt habe ich dich, du kleine Ratte. Thank you.
Wo willst du denn hin, du Straßenköter? Keiner kommt durch dieses Tor, ohne sich mit mir auseinanderzusetzen. Oh, Kampf mit Ra'Zul. Der Name sagt mir was. Aber Ra'Zul sieht ein bisschen anders aus. Das ist der Haupthauptmann von den Königsleuten. Das ist wahrscheinlich eine böse Kopie von Ra'Zul. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Block doch mal. Mal gelitten oder so. Okay, das war fair. Nein. Und wie mache ich dem jetzt Damage, dem Kameraden? Ach, hör doch mal auf zu sliden, Aladdin. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter hier. Läuft bei ihm. Ah, oh, das ist gemein. Wie soll ich denn das ohne Lebensenergie schaffen? Boah, ist das fies, so eine Stelle vor einem Endboss zu machen, Leute. Oh, ist das gemein. Ich muss mal gucken, ob ich, wenn ich über Spieladen gehe, ob ich dann wieder volle Lebensenergie habe. Oh, du hast 3 weitere Versuche, ja? Bitte? Müssen wir jetzt echt ein Continue verwenden? Zieh dein Schwert, Aladdin. Ja, voll gemein. Ich weich mit Absicht seinem Sprung aus und krieg das scheiß Dach auf die Rübe. Hör mal, Digga, jetzt kriegst du einen aufs Dach. Ich verstehe die Logik des Bosses noch nicht so ganz. Ah, ich muss wahrscheinlich zuschlagen, wenn er den Move macht. Einfach drauf hoffen. Die Mucke im Hintergrund passt ja mal gar nicht zu diesem Boss. Voll der heftige Bosskampf. Und im Hintergrund läuft in deiner Welt. Ja, nee, passt voll. Ja, komm, mach nochmal. Ich bin bereit dafür. Und Dode. Wie schnell geht das? Hm, da ist die Synchro verschluckt worden. Warum auch? Wir brauchen keine Synchro. Ist ja oldschool. Möchtest du speichern? Will ich speichern. Möchte ich auf gleicher Memory Card speichern. Habe ich extra Memory Card Slot in meinem PC eingebunden. Die Oase Level 1. Oh, jetzt wird's ein bisschen bunter. Nicht mehr so wüstlich. Geil. Das sieht geil aus. Alles klar. Komm. What the fuck? Ich sehe nichts mehr. Ich krieg nur auf die Fresse. Ah, ich glaube, der Emulator sollte nochmal neu gestartet werden. Ich bin gleich wieder da, Freunde. So, da sind wir auch wieder. Frisch bei der Oase. Nochmal Zeit, eine kleine Erfrischung zu genießen. So, jetzt müsste auch wieder... Okay, ich darf mich... Wie es aussieht, darf ich mich nicht von den Schlangen erwischen lassen. Und Flugzeug da draußen macht gerade voll laut Lärm. Alles klar, funktioniert mal wieder hier alles nach Plan. Ich krieg dauernd Damage. Weiß der Geil, warum ich dauernd Damage krieg. Gut. Neustart. Ja, Freunde, das ist natürlich die große Problematik, wenn man von Emulatoren aufnimmt oder auch spielt. Die laufen nicht immer ganz so flüssig, wie sie sollten. Ich probiere jetzt mal, die Schlange zu killen, ohne dass ich Damage kriege. Rechne aber damit, dass das nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Boah, das ist aber cool gemacht hier, das muss man auch sagen. Hier haben wir noch einen Genie-Groschen. Geh mal weg da, geh mal weg da, geh mal weg da. Auch ich mag's gerne ein bisschen schwierig. Ich habe auch kein Problem, dann noch mit einem Emulator-Bug bestraft zu werden, wenn ich mich einmal treffen lasse. Ist gar kein Problem hier. Haben wir noch eine Extra-Challenge, warum denn nicht? Na, schön, schön, schön. Kann mir jetzt mal einer sagen, wie Al auf die Oase jetzt gelangt ist? Hat das irgendwie storybedingten Zusammenhang? Oder haben sie die einfach nur eingebaut, weil Wüste, da passt doch eine Oase rein. So, jetzt macht die kaputt, die Schlange. Ja, wunderbar. Ich darf mich echt nicht von den Schlangen erwischen lassen. Sobald ich einen Hit von denen kriege, ist aus und vorbei. Dann sagt Emulator tschüss, bye bye. So, erstmal hier ein bisschen umschauen. Hier jetzt wieder. Jetzt können wir ja mal wieder hier ein bisschen tief durchatmen nach der Aufregung in den letzten 2 Level. Da hat es mich jetzt echt ein komplettes Continue gekostet. Also wir müssen echt auf die Dinger aufpassen. Das ist hart fies, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe jetzt nicht. Was ist das? Was bist du denn, Alter? Ja, ich denke mal, wahrscheinlich, dass die Schlangen irgendwie mich vergiften.
Und durch dieses Gift gibt es wahrscheinlich einen optischen Effekt oder sowas. Und das verbuggt den Emulator. Mich würde jetzt mal interessieren, wofür der Witz hier gedacht ist. Der Trunk, wenn er nicht nehmen, dann beglücke ich den Trunk. Oh ja, komm, komm her, Trunk. Oh ja, Trunk. Wow, what the fuck? Was ist denn hier mit der Flora und Fauna los? Ach du Scheiße. Groß Scrubble-Viech. Hier, bitteschön, für all die Arachnophobiker unter euch. Auch wenn das kein... Obwohl das... War das ein Arachnoid? Doch, ich glaube schon, ne? Hatte 8 Beine. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gezählt. Vielleicht könnt ihr ja nochmal zurückspulen, nochmal zählen. Jetzt haben wir hier das System mit dem Händlern, nur mit Affen. Kann ich dich töten? Soll ich dich töten oder bist du wirklich nur der Händler? Steck mal wieder zurück. Kann ich mit dir reden? Ja, mit dir reden kann ich nicht. Gut, dann gucken wir mal, ob wir dem dicken Abu hier seine Kokosnüsse klauen. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Da ist die Kokosnuss. Ich hol die Kokosnuss. Ich hab die Kokosnuss geklaut. Meine Kokosnüsse. Damit geb ich dir gleich einen auf die Nüsse. Lalala, lalala, alles meine... Oh, ich sollte weggehen. So, Freunde, das ist schon sehr oldschool. Wow. Ja, und damit habe ich eine Kokosnuss verdonnert. Ganz umsonst. Bitteschön, habe ich gerne gemacht. Kann ich hier eigentlich auf die Bäume straxen? Ne, kann ich nicht. Erstmal schöne Erfrischung für den guten Al. Hat er sich jetzt auch verdient. So, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Aladdin, Nasiras Rache. Ja, wir wurden das letzte Mal ja von der Klingel of Doom unterbrochen. Für alle die sich immer fragen, warum ich meistens immer abends oder nachts aufnehme, hier habt ihr die Antwort. So, ich weiß nicht mehr, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Stimmt, wir waren hier in der Oase und ich war hier fett am Fighten. Ist jetzt mittlerweile auch wieder eine komplette Woche ins Land gezogen. Was ist denn mit ihm los, Alter? Geh mal weg, Digga. Aua. Ja, ihr merkt, ich habe das Kampfsystem immer noch nicht so im Griff, wie ich das gern haben würde. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder ins Spiel reinfinden. Komm mal her hier, Kollege. Ist ja schön, dass du so schön tanzen kannst, mein Bester. Aber jetzt haben wir auch langsam genug gesehen. Ja, wunderbar. So, jetzt aber. Boah, Alter, der Ingame-Sound, ne, der ist so verdammt laut, ne, vom PS1-Simulator. Du, das ist ja jenseits von gut und böse. Naja, wie gesagt, wir wurden das letzte Mal ja von der Klingel of Doom unterbrochen. Und viele fragen sich ja immer, warum ich meistens immer nachts oder abends aufnehme. Das ist die Antwort. Ich habe das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder versucht, tagsüber bzw. morgens aufzunehmen. Ja, dann wirst du einfach mal von den Illuminaten unterbrochen. Genau, Wishes, von den Illuminaten wirst du unterbrochen. Nee, da wirst du einfach mal so eben von den... Die Kokosnüsse... Haben wir die Kokosnüsse? Die müssten wir eigentlich das letzte Mal noch geholt haben. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, ja, komm, Affe, geh mal pennen. Ich muss jetzt mal eben kurz checken, ob ich genug Kokosnüsse habe. Geh pennen, komm, geh schlafen. King Kong für Arme. Du steck jetzt mal eben kurz das Schwert wieder weg. Dankeschön. Ne, wir haben Kokosnüsse. Wunderbar, gut. Dann können wir jetzt erstmal weitergehen hier. In der wunderbaren Oase. Nee, dann wirst du erstmal von den Zeugen Jehovas unterbrochen. Und danach hatte ich dann auch keinen Bock mehr, weil, ja. Sie sind nicht gerade dafür bekannt, dass man, wenn man höflich zu ihnen ist, das wiederbekommt, indem sie dann einfach gehen. Ist nicht so geil. So, Alter, ich muss jetzt hier erstmal wieder echt in die Steuerung reinkommen. Das ist hier Bienen des Todes. Komm, machst du fertig, Aladdin. Alter. Ich habe mich aber mittlerweile mal ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt in der letzten Woche. Jetzt nicht unbedingt so viel, weil ich will mich natürlich auch nicht spoilern. Ich muss mal wieder hier ein bisschen hier die Augen offen halten nach Münzen. Ne, wir wollen ja eigentlich hier überall 100% reinkriegen. Wow, wow, wow. Wow, Alter, ohne Scheiß, du. Da läufst hier aber auf. Sag jetzt nicht, ich krieg gar keinen Schaden, wenn ich da reingehe. Ah, das Treibsand. Scheiße. Okay, gut. Learning by doing in diesem Falle. Nee, was wollte ich erzählen? Genau. Ich habe mich mittlerweile mal ein bisschen schlau gemacht. Mittlerweile habe ich auch jemanden gefunden, der das auch Let's Played hatte. Man kann es wirklich an einer Hand abzählen, aber trotz alledem... Es scheint, dass das Spiel sich keiner großen Beliebtheit erfreut, da es wohl ab der Hälfte einen sehr abnormalen Sprung im Schwierigkeitsgrad geben wird.
Gut, ich muss sagen, zugegeben, ich finde es bis jetzt ziemlich einfach. Also ich war sogar ein bisschen irritiert. Oha. Weil diese Interactive-Spiele eigentlich dafür bekannt sind, dass sie nicht mal eben so schnell durchgespielt sind. Weil die Dinger waren ja zur damaligen Zeit auch verdammt teuer. Das sollte man beim ganzen Spaß auch nicht vergessen. Genauso wie ich nicht vergessen sollte, mich hier ein bisschen umzuschauen. Wo war denn hier jetzt nochmal? Ah, hier, alles klar. Hier war meine Kamera. Wunderbar. Nun ja, aber es soll wohl noch ziemlich unfair werden. Ich persönlich freue mich da aber ein bisschen drauf. Und bin sehr gespannt, was uns hier denn jetzt noch schlussendlich erwartet. Boah. Also eins habe ich auf jeden Fall schon gesehen, dass ich tot bin. Das nehme ich jetzt einfach mal so in Kauf. Ich will jetzt ja auch nicht die ganze Zeit Safe States benutzen. Kontrollpunkt! Oh, das hasse ich immer an den alten Games. Jetzt sind die ganzen... Wow. Ja. Jetzt funktioniert aber auch gerade gar nichts mehr. Meine Güte, ich muss jetzt... Spielst du das Spiel mal eine komplette Woche nicht? Bist du vollkommen raus aus der Steuerung. Ist nicht so geil, ey. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen miteinander warm werden, mein Bester. Ja, wunderbar. Ja, der Controller, der gibt sowieso so langsam seinen Geist auf. Für die, die Ocarina of Time aktuell verfolgen, beziehungsweise den Livestream gesehen haben, die wissen, dass ich momentan immense Probleme mit dem Controller habe. So. Blocken. Ja, komm. Willst du zuschlagen? Wunderbar. Zack. Na, komm. Komm her hier. Komm her, du. Dancer on the Sand. Tausend eine Nacht. Ich sehe lieber Jasmin tanzen. Nimm mir das nicht übel. Aber, du machst das zwar schon gut, aber... Nee. Da präferiere ich jemand anderen. So. Aua. Ach, das ist aber auch ekelhaft. Ja, jetzt ist auch mal gut hier, du mächtiger Skarabäus, Alter. Ich hasse dann, wenn man manche Gegner blocken kann, aber irgendwie nicht jeden. Vor allem, wenn du nicht weißt vorher, welche du blocken kannst. Ist nicht so geil. Ich verstehe auch gar nicht, warum uns hier jedes Getier und jedes Gewürm ans Leder möchte. Ah, nun gut, sie werden schon ihre Gründe haben. So, nein! Was war das? Ich frag lieber nicht nach. Ich habe kein Damage bekommen. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. So. Ach du Scheiße, das sieht doch schon wieder nach einer Menge Ärger aus. Komm her. Ja, meistens muss man ja wirklich sagen, dass diese alten Spiele... Münzen. Meine Münzen. Dass diese alten Spiele eigentlich meistens sehr, sehr schwer sind, weil sie echt schwer zu handhaben sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das Spiel schlecht steuert. Ich würde aber schon sagen, dass das Kampfsystem auf jeden Fall ein wenig ausgebesserter hätte sein können. Sagen wir es mal so. Es sind immer noch so Sachen, ne? Ich habe immer noch so das Gefühl, diese alten Games, immer wenn ich sie mal wieder nachspiele, das hatte ich zum Beispiel bei Episode 1 auch so. Was haben wir hier? Geht's hier weiter oder ist hier nur... Nee, ich will noch mal kurz zurück. Kamera! Nein, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Das ist gemein. Nö, ich will noch mal zurück. Das ist sowas, sowas ist doch schon wieder scheiße, wenn du zwei verschiedene Richtungen hast. Du kannst nicht genau definieren, welcher Weg jetzt der Hauptweg ist und welcher Weg der ist, wo man vielleicht noch die ein oder andere Münze einpacken kann. Und dann kannst du nicht mehr zurück. Aus irgendeinem... Keine Ahnung warum, einfach nur, weil der Hauptcharakter es einfach nicht mehr möchte. Finde ich nicht toll, ist nicht so geil. Jetzt geh drauf, Digga. Wunderbar. Wir machen sie hier alle fertig, Alter. Ich muss einfach nur ein bisschen mehr Blocken benutzen. Oh. Da hinten ist ein Typ. Alles klar. Guck mal, den hätten wir jetzt zum Beispiel verpasst. Ist nicht so geil, Freunde. Ist nicht so geil. Wow, Biene. Biene auf Doom. Hau ab, Alter. Sonst rufe ich Winnie Pooh. Und dann hat sich das Bier hier nämlich auch mit dir getrunken. So, zack. Hier haben wir noch ein paar Münzen, die wir vergessen hätten. Ach so. Hat er mich gerade gehauen? Der hat mich gerade gehauen. Ist der blöd? Ah, alles klar. Muss ich den vielleicht mit der Kokosnuss hier eine drauf zämmern? Scheint so. Und jetzt aufs Maul. Stylisch. So, was hat er denn hier beschützt mit Leib und Leben? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, ein Benjamin Blümchen. Was geht, Benjamin? Lang nicht mehr gesehen und doch wiedererkannt. Aha, du bist ein Schlangenbeschwörer. Das sieht mir ganz stark nach einem Minispiel aus. Wahrscheinlich drücken wir gleich mal das grüne Knöpfchen und dann wird das Spiel aktiviert. Doch vorher mal eben kurz hier Sachbeschädigung. Ja! Und erstmal ein schönes Genie-Trinkpäckchen abgegriffen. So.
Ja, ihr braucht keine Synchro. Synchro ist überbewertet. Ich meine Melodie spielen. Wenn du sie auch dazu bringen kannst, bekommst du eine Belohnung. Okay, was muss ich jetzt machen? Ist das so ein... sag jetzt nicht, das ist so ein... Okay. Muss ich die jetzt in der richtigen Reihenfolge K.O. hauen? Ist das so ein Minispiel? Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, weil mich das ein bisschen irritiert hat. Nee, nee, das ist nicht richtig. Okay, nochmal. Ja, ja, bla bla bla. Du da, Mitte, links, rechts. Okay, so schwer ist das nicht. Erst du, dann Mitte, links und zuletzt rechts. Gut gemacht, gut gemacht. Du hast eine gute Auge. Nimm diese Preise. Neuer Genie-Groschen. Haben wir den gleich eingesammelt? Ja, wunderbar. Und da ist er weg. Mysteriös, mysteriös. So. Wunderbar, wunderbar. Hätten wir ein ganzes Minispiel verpasst sonst. Ja, ja. Also, er hat schon Grund, warum ich hier Save States benutze. Ihr dürft immer noch nicht vergessen, Freunde, dass das ein Blind ist. Und ich will ja doch trotz alledem alles zeigen. Und bis jetzt muss ich... Boah, ohne Scheiß. Viel zu spät gesehen, dass da noch eine Münze drauf war. Und bis jetzt feiere ich die Minispiele eigentlich. Die sind schön abwechslungsreich. Und wir wollen ja hier zumindest im Grobkonzept mal alles gesehen haben. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? So, die Kokosnüsse, die werden hier aber verschenkt, als wenn es nichts Gutes wäre. Das heißt, wir werden sie auch wahrscheinlich gleich auch ausführlich nochmal gebrauchen können. So, du beschützt ein paar Vasen. Tut mir leid, mein Bester. Auch wenn du sie mit Leib und Leben beschützt hast, ich muss sie dir jetzt leider wegnehmen. Und dein Leben nehme ich auch gleich mit. Viele Trinkpäckchen hier verteilt. Also das Spiel wird langsam ein wenig spendabler. Aber dafür sehr, sehr wenig Münzen auf einer Stelle. So langsam aber sicher müssen wir uns echt hier genauer umschauen, um unsere 100 Münzen hier zusammenzubekommen, merke ich. Ja, 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 ja. Ich meine, ich rechne da sowieso nicht mit, dass wir hier die 100% voll kriegen. Kann man auch, glaube ich, beim ersten Mal einfach nicht, weil halt so viele Ecken und kleine Gänge hier sind, die, das musst du wissen. So, solltest du jetzt aber keinen Sound haben, mein Bester, dann muss ich eventuell gleich mal kurz was umstellen. Du, da bringe mir etwas Eiskaltes und ich werde dir über diesen unpassierbaren Spalt helfen. Etwas Eiskaltes willst du, mitten in der Wüste. Ja, das kann eine lustige Aufgabe werden. Nichtsdestotrotz werden wir uns diese Aufgabe erst das nächste Mal stellen. Wenn es weitergeht mit Aladdin, Naziras Rache. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und bis dahin werde ich mich hier mal um unser kleines Tonproblemchen kümmern. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ich wünsche euch was. Euer Wishes.